Schön, dass ihr wieder da seid zu einer neuen Folge Auffallend anders. Heute stelle ich euch die Ram SLT Classic Night Edition vor, aber nicht die reguläre Version, sondern die Single Cab. Bis gleich. Wir haben euch mal die beiden Schmuckstücke direkt nebeneinander gestellt, haben die gleiche Höhe jetzt. Da sieht man auch, was eigentlich der große Unterschied ist. Die Ladefläche beim Regular Cab ist ein bisschen kleiner wie hier beim Single Cab. Außerdem, klar, Kabine, na, hier vier Türen, zwei Türen. Wenn wir reingucken, da haben wir hier in der Mitte einen schönen Bench-Seat. Also für kurze Strecken oder auch ein bisschen längere Strecken kann man hier gerne eine dritte Person mitnehmen. Am besten natürlich Kinder. Ja, diesen Bench-Seat haben wir in der regulären Version natürlich nicht. Da haben wir einfach nur einen normalen Stauraum, ja? Wo wir jetzt Armlehne nehmen können. Ja, wie man hier auch schön sehen kann, fehlt hier bei der Single Cab Version das Trittbrett und hier ist ein statisches verbaut. Ja, und beide Versionen haben das schöne Heckfenster hinten, kann man öffnen, hat ein bisschen Frischluft, kann nicht schaden. Ja, wie ihr schon seht, signifikanter Unterschied von der regulären Version und der Single Cab Version: Allradantrieb, Heckantrieb. Probieren wir auch gleich aus. Wie ihr in dem Prinz Button sehen könnt, haben beide Versionen eine Autogasanlage. Beim Single Cab sparen wir an Länge und somit auch an Gewicht und somit ist der Kraftstoffverbrauch auch geringer. Ja, und das Einparken im Wohngebiet ist natürlich deutlich einfacher, weil, ne, ist ja so ein kleines Auto. Also das Gas geben hat jetzt nochmal richtig schön Spaß gemacht. Also der ist schon schön dynamisch für so ein kleines Auto. Ja. Ja, für welche Kabinenvariante würdet ihr euch entscheiden? Schreibt es in die Kommentare. Ja, bis später.